Initializing interface. No further data found. Initializing command interface. EBP shutting down. Ja, vielen lieben Dank, EBP, und herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Empyreon. Wie ihr seht, hat sich noch wieder ein bisschen was getan. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, was in der letzten Folge schon da war und was nicht. Auf jeden Fall habe ich hier mittlerweile schön Zugangsschächte zu meinen ganzen Kisten, die ich so brauche, zu meinen Treibstofftanks. Ich habe mittlerweile hier hinten einen Hyperantrieb. Und ganz da unten, sieht man jetzt nicht, habe ich noch ein paar RCS verbaut und nochmal ein Höhenpolarisierungsschild. Meine Fresse, was ein Zungenbrecher. Und bin jetzt bereit, um mit euch in den Überraum zu fliegen. Und obendrein habe ich tatsächlich nochmal zwei Generatoren eingebaut, weil das mit dem Schild sonst nicht so ganz gereicht hätte. So, gucken wir, dass wir rauskommen. Und, wie man vielleicht sieht, ich habe den Hangar vergrößert. Ne, das war tatsächlich nötig. Ich bin nicht vernünftig rein und rausgekommen. Es ging mir alles ganz schön auf den Puffer. Und ja, war jetzt zwischenzeitlich tatsächlich auch einmal nochmal auf dem Planeten unterwegs. Hab mir nochmal eine Position of Interest gegeben. Und hab da ein bisschen Epic Loot gefunden. Ein paar Waffen und sowas. Oh, jetzt verhungere ich gerade ein bisschen. Ich warte mal, bis die Bremse hier. Bremst selber. So, bleib mal stehen. Ja, ich bin hungrig. Mal gucken, ob ich was im Schiffchen, da ist mein Schiffchen, Inventar habe. Nö. Das heißt, wir gehen einfach kurz in den Kühlschrank. Sachen, auf die man achten sollte. Aber gut. Wir sind im Weltraum, gibt eine Operation. Wie sich das gehört. Gönn dir. Und weiter geht's. So, und dann wollten wir heute ja mal den Hyperantrieb ausprobieren. Wie einige sehen, ich war schon mal unterwegs. Lief aber nicht ganz so pralle. Ich weiß gar nicht mehr, was war. Und ich soll ja laut Quest auf einen Lavaplaneten. So, ich habe jetzt außer... Also hier ist keiner ein Lavaplanet von, so viel kann ich schon mal sagen. Das ist ein Eisplanet, das ist ein Säureplanet und das war glaube ich auch ein Säureplanet oder so. Auf jeden Fall waren die alle ganz schön ungemütlich. Und hier kann ich aufgrund der Entfernung tatsächlich nicht hin. Das lässt meinen Hyperantrieb nicht zu. Also würde ich sagen, wir gucken uns einfach mal Kidratan an. Ziel erfassen. Gucken wir einmal auf der Karte. So fliegen. Und dann war J, glaube ich. J. Ne, J nicht. Oh, ich habe nicht genug Pentaxid. Das ist ja mal ganz schön doof. Das heißt, ich muss jetzt ein bisschen Pentaxid farmen. Das heißt, wir fliegen wieder auf den Planeten und machen irgendwas anderes. Na, wie ätzend ist das denn? Aber gut, machen wir heute halt was anderes. So, jetzt sind wir gerade hoch in der Atmosphäre. Wir gucken mal, wo wir gerade rumlungern. Hier, wir könnten nochmal versuchen, diesen Vierge-Port ein bisschen auseinanderzunehmen. Auch wenn mir da nicht so der Sinn nachsteht. Was haben wir hier? Abandoned Drone Base. Eine Abandoned Factory. Lass uns die doch mal auseinandernehmen. Das klingt doch ganz gut. Mal ein bisschen rum. Das Schiff in Lage bringen. Dann machen wir das einfach heute. Ja. Halbe Stunde wird dafür vielleicht nicht ganz ausreichen. Aber ich nehme euch da einfach mal mit auf die Reise. Gibt es gar nicht so viel Ketzer-Action heute. Sondern... einfach ein bisschen Baller-Action, ist ja auch was Feines. Mal sehen, was wir da schön sind. Also die letzte war echt sehr, sehr ergiebig.
Da habe ich einen Haufen Scheiße gefunden. Und vor allem die beiden Waffen. Und die eine davon ist ziemlich cool. Und dann können wir die da gleich mal ausprobieren. Aber erstmal gucken wir. Da ist er ja schon. Ob es hier irgendwas gibt, das uns Probleme machen könnte. Oder anders ausgedrückt, irgendwas, das auf uns schießt. Oh ja. Nummer 1. Nummer 2. Hier ist eine Herde irgendwas. Dann gucken wir doch mal. Mehr Waffensysteme, sieht nicht so aus. Eine Radarschüssel. Hier quiekt mich was an. Was ist das? Nur eine blöde Pflanze. Ich glaube, vor dem Rest habe ich nichts zu befürchten. Und da noch irgendwelche Waffen drin. Sieht nicht so aus. Okay, dann landen wir da erstmal. Zack. Irgendwas kreischt hier ganz fies. Gefällt mir ja gar nicht. Puh, achso, das ist ein EM-Pulsgewehr tatsächlich. Da brauche ich Lasermunition für. Aber das hier ist ein episches Stromgewehr mit stinknormaler Munition. Quick. Habe ich ein Zelt mit? Ganz viel anderen Kram. Ich habe gesehen, ich habe mobile Bergbaugeräte, falls ich mal was Cooles finde. So. Das brauchen wir jetzt nicht. Das brauchen wir jetzt auch nicht. Das kommt aber eigentlich bei der Nahrung hin. Das bleibt auch hier. Ich habe ganz viel Scheiße noch dabei. Nicht vernünftig ausgeräumt, Herr Müller. Schämen Sie sich. So. Okay, fein in der Nähe. Machen wir mal ein bisschen weiter hinten. Vielleicht reicht das ja schon. Ja. Feini. Dann würde ich sagen, gibt's jetzt aufs Maul, ne? Klingt auch nicht sehr freundlich, was mich da anschreit. Jo. Na, gut, dann sehen wir das hier. So, ich bin guter Dinge. Wird bestimmt gut. Treibstofftank. Es klingt irre freundlich, was auch immer hier rumrennt. Oh, ich hab grad gedacht, diese blöde Pflanze da, ey. Drecksscheiß. Naja, was will man mehr? Es klingt, als wäre das genau neben mir. Alter. So, haben wir gleich das, was wir wollten. Pentaxid veredelt. Ich meine, mehr geht nicht. Was kann man mehr wollen? Das Spinde? Ja. Ein schwerer Schutzanzug. Ja, den habe ich tatsächlich auch schon. Liegt bei mir. Ist das Deko, wie mir scheint? Den habe ich tatsächlich schon angelegt auch. Das sind Treibstofftanks. Treibstofftanks. Alter. Diese Viecher klingen aber auch evil. Meine Fresse, versteckte Panzerung. Das klingt richtig gut. Raketenrucksack-Booster klingt auch richtig gut. Energetische Matrix. Bisschen Plunder. Ist der gleiche. Oh. Manchmal sieht man noch nichts, ne? Stirb, du Arsch! Hautparasiten, das geht ja gut los. Gut, dann müssen wir es erstmal in die Krankenstation. Zack. Gucken, ob wir da was dabei haben. So, Entgiftungspillen. Strahlvergiftung. Hautverbrennung. Strahlenschutz. Fieberattacke.
Magenverstimmung, Verbrennung, Nekrose, infizierte Wunde. Das ist eher was für Frakturen. Hautparasit. Na, was ein Glück. Zack. Scheißviecher, ey. Und wenn wir schon hier sind, dann können wir auch gleich den Scheiß hier wegnehmen. Müssen wir den Mist ja nicht mit uns rumschleppen. So, das Licht lassen wir mal an. Offene Wunde. Ich glaub's ja auch nicht. Und wahrscheinlich keine Bandagen dabei. Nee. Aber die helfen auch. Das Dekadimationskit jetzt auch mit. So. Der Rest bleibt hier. So. Leben wieder aufgefüllt. Da ist der blöde Skorpion. Wir bleiben mal erstmal ein bisschen oben. Gucken uns hier mal um. Ist das kaputt? Nein. Kriegen wir nicht. Tier unten. Geht's hier irgendwie rein? Ja. So, einer weniger. Tatsächlich finde ich diese. Alter, ist auch ein Lärm hier. Viele Schutzanzüge. Da bin ich tatsächlich mittlerweile echt gut aufgestellt. Meine Fresse. Geht da mir fast gar nicht auf den Knirch. Oh, da steht ein Geschütz. Jetzt nicht mehr. Energiezellen. Mehr Energiezellen. Ich fühle mich hier ganz sicher aufgehoben. Varon-Wurzel, okay. Wenn mir nicht mehr von allen Seiten ins Ohr geschrien wird, gucke ich mir das vielleicht sogar mal an. Das sind Deko-Konsolen. Oha. Erstmal außer Reichweite des Geschützes und dann. Gehen wir dem ein paar mit. Meine Fresse sind die eklig. Einer weniger. Das ist gar kein Geschütz. Oh, umso besser. Ekelhaft hier. Leute, räumt ihr mal auf. Das ist ja widerlich. Was? Wo? Oh, ah, da. Scheiße. Dass ich einen schweren Schutzanzug an habe. Notverpflegung. Oh, sehr schön. Das hält schön lange. Nehmen wir das gegrillte Fleisch zuerst. Und dann geht's weiter. Noch eine Notverpflegung. Ach da! Scheißvieh. So, das war der schon mal. Ist da einer drin? Sieht nicht so aus. Oh. Ist der aktiv? Scheint nicht so. Soll wohl irgendwie Container darstellen, okay. Also das ist tatsächlich manchmal ein bisschen buggy hier. Also zum einen trifft man die nicht immer, wenn man sie treffen sollte, und zum anderen bewegen die sich nicht immer. Ist mir beim anderen schon aufgefallen. Was ist hier? Ist so eine Tür oder was? Soll es ein Klo sein? Man weiß es nicht. Wir schnappen uns nachher einfach den Kern. Scheiß Ding. Und dann nehme ich eh die halbe Hütte hier auseinander. Das wird super. Was? Jetzt ist der doch aktiv oder was?
Ich stand da vorne mit dem Mann. Da war dem das scheißegal. Bisschen Wasser. Bisschen Bio-Scheiß. Bisschen Sauerstoff. Ungesunder Laden. Bisschen was zu essen. Also billig Pimmelkram. Achso. Da hätte ich mich jetzt gerade heilen können. Oh, da haben wir noch einen. Na, Kumpel. Also, wenn man ein bisschen Platz hat, gehen die ganz gut. Wow, wow, wow. So zum Thema ein bisschen Platz. Meine Fresse. Da habe ich mich ein bisschen verjagt gerade, ne? Sind die schnell? So. Mir jetzt noch was entgegengestürzt oder so? Was ist das hier? Die Tür ins Nichts, okay. Fast gar nicht bedrohlich, die Hütte hier. Total sinnbefreit, meine Fresse. Wie dreh ich den hier rum? Scharfschützen-Upgrade-Borsatz. Ich die, die ich habe, sogar noch verbessert. Finde ich ja gut. Das ist eine Biowaffenanlage, oder was soll das sein? Aktion, mit der ich wenig anfangen kann. Da ist der Beste. Alter! Macht mich das fertig. Also ich glaube, in der Folge werde ich den Sound mal ein bisschen lauter lassen. Nur für euch. Apropos Sound. Nimmt er auf? Ja, nimmt auf. Ich sollte mir angewöhnen, das mal vorher zu machen. Okay. Nicht kaputt. Dr. Mitchell. Please review security procedures with all the prisoners. Two lockdown incidents have occurred in the past month. Okay. I have no desire to inform anyone's family that their son or daughter is dead due to simple negligence. Scheißwort. These warnings are posted for the safety of everyone on this facility. Security and containment protocols are to be followed at all times. Thank you for your cooperation. Ja, da war wohl jemand unachtsam. So geht das jetzt auf. Andere Funktion. Aha! Oh, oder auch nicht. Meine Fresse. Los weg. Infizierte Wunde. Eingeengt. Ey, nimm das. Geht doch. So, zwei schon mal weg. Hautparasiten, infizierte Wunde. Super gut. Na, das freut mich ja. Da ist auch nicht mehr viel mit Sprinten. Das ist die Sau. Dass man da voll drauf hält. Also die Hitboxen sind echt dezent scheiße, Mann. Ne? Das nervt ein wenig. Und das strahlt da ja mal fast gar nicht. Also ich möchte meinen, ich habe die Helligkeit gar nicht so hoch eingestellt, ne? Aber manchmal ist das mein Licht. Ja, das ist Infrarot. Gut, dann dürfen wir jetzt hier wo rein. Sieht ja gar nicht besorgniserregend aus. Garantiert da irgendwas um die Ecke gehämmert. Wow. Ach du Scheiße. Ach du meine Scheiße. Wie zur Hölle. Ja, ich wurde von der Abandoned Factory erschossen. Sehr richtig. Okay. Wie mache ich das? Ich kann in tödlicher Umgebung respawnen.
Das macht nichts, ich muss eh zu meinem Schiff. Was für eine Scheiße. Muss jetzt mal gucken, ob ich noch eine Waffe an Bord habe. Sonst brauche ich da gar nicht wieder hin. Alter! Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich da jetzt wieder rauskomme. Und vor allem, das sind ja mal gar nicht große Waffen, die da rumstehen. So, gucken wir mal, was haben wir denn hier drin? Ein paar Waffen haben wir ja da. Aber keine Munition. Minigun-Patrone. Ich nehme Minigun dabei. Nö. Pulsgewehr T2, immerhin. Schrotflinte T2. Aber auch keine Mumpel. Lasergewehr. Scharfschützengewehr. Funktionswerkzeug, Schrotflinte, ja, scheiße. Und wahrscheinlich bleibt dieser Dings da auch nicht ewig liegen, ne? Das sind 15 mm Gun-Patronen. So ist die Frage, wie gut kann ich laufen? Quatsch. Ich habe keinen Bock, da unbewusst reinzurennen. Das ist so gar kein. Dem, was ich habe, erreiche ich gar nicht. Oh, ein bisschen Munition ist hier drin. Das ist ja schön. Mal auf die. So. Ja, ich weiß es nicht. Halt die Fresse jetzt. Ich weiß es gerade wirklich. Scheiß nach 1. Ich jag die ganze Hütte in die Luft. So, du bist ja bestimmt auch geladen. Du auch. Mal 20 Schuss. 7 Schuss. 7 Schuss kann ich jetzt anfangen. 6 Schuss. 26. Naja, los. Also auf jeden Fall will ich meinen Plunder wieder haben. Alter Vater, was ein Bambule. Was ist das denn? Nee, Giftstoffe. War anscheinend nicht die geilste Idee, herzukommen. So, wir haben Giftbiss. Ich krieg ne Macke, ey. Scheiß Spinne. Ich will einen echt alles umbringen. Alles. Hier einer helfen? Naja. Nö. Das ist ein Labortisch. Das. Naja, nein. Strahlenschutz. Die Tür ist nichts. Hab ich auch schon durch. Alter Vater. Also das letzte war gefühlt einfacher. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier sind wir reingestürzt. Sehen wir von hier was. Noch so ein Ding. Na super. So, wo ist mein Scheiß? Da ist mein Rucksack. Ja, 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 ja. Komm! Oh Mann, ey! Fuck, ey! Ja, weiß ich selber. Oh, ist doch nicht wahr. Dreckiger Scheiß, ey. So, das letzte bisschen an Waffen auch noch weg. Läuft soweit. So, eigentlich kann ich auch gleich rein. Gar nichts mitnehmen. Bringt eh nichts. Dass ich da irgendwie um die Ecke komme. Wie mache ich das? Ich muss da irgendwie wieder einen Weg rausfinden.
Dabei werde ich wahrscheinlich noch 1000 Tode sterben. Eine Kacke, ey. Kann nicht angehen. Scheiß Stolperfallen, Kacke. Ist hier noch irgendwas drin? Hast du vielleicht vergessen? Irgendwie eine Waffe, Munition. Mal warten wir auf die Ausdauer. Rennen hier nicht groß rum. So, die Marke. Da sind die Rucksäcke. So, das heißt, wir gehen hier rein und rennen dann so schnell wir können. Das wird super. Probieren wir das dann mal. Natürlich stehen die da noch. So, lauf. Lauf um die... Ja, natürlich. Komm. Ab, runter da, runter da, runter. So. Ah! Mann! Doch zum Kotzen. Ja, komm. Es kann doch nicht angehen. Sagt die Aufnahme. Die Aufnahme sagt, fick dich, Müller. Fick dich hart. Genervt sein kann er heute richtig gut. Meine Güte. So, wahrscheinlich verschwindet der ganze Scheiß jetzt bis zum nächsten Mal. Gucken wir mal, dass wir ein paar Waffen finden. Hier wohl erstmal Rückzug antreten. Und ab in die Base. Kurz und klein ballern den ganzen Laden. Keine schlechte Idee. Moment. Diese blöde Fabrik. Ich kann doch bestimmt von hier oben sehen, wo der Scheiß liegt. So, da sind meine Rucksäcke. Immer ziemlich mittig, ne? Okay. Schieße ich wieder, kann man den Weg frei. Schieß zu Klump den Laden. Oder mal was passiert. Mach den Laden kurz und klein, ist ihm ja ans Bein. Und ein bisschen mit der Gatling. So. Irgendwas habe ich da getroffen. Dann gucken wir doch mal.
Und Landung. Reicht doch. So, auch mal reingucken. Auf jeden Fall habe ich hier eine ganze Menge zu klump geschossen. So, ich glaube, ich muss da noch weiter runter. Machen wir nicht. Hier war ich aber anscheinend schon. Okay, das ist schon mal erfreulich. Ach, das sind die Riesengeschütze. Okay. Dann schießen wir uns da weiter den Weg frei. Wenn ich da irgendwie hochkomme. Bestimmt. Nö. Bestimmt nicht. Aber gut, wenn ich hier schon mal war, dann komme ich hier wieder raus. Hier. Dann schieße ich da weiter alles zu klump. Weil ich das so gut kann. Und seid ihr so nicht willig, so brauche ich Gewalt. Guter alter Spruch. Ihr hört argig, ihr Penner. Haben wir ja ein Raumschiff gebaut, um den Arsch einzuziehen. Ja. Ihr wisst, was ich meine. So. Lieber Ketzer. Das wird dein Job. Komm. Gatling und gönn dir. Schieß die Hülle zu Klump. Wir haben 3000 Schuss, da können wir eine Weile reinhalten. Luft, sehe ich da nichts. So. Und weiter. Feuer frei. Komm. Schöne kleine Treppe reinballern. Aus. So. Natürlich. Hau ab. Komm, du scheiß Raketenrucksack. Was war das denn jetzt? Oh, dieses blöde Geschütz, ey. Egal. Die Sachen liegen da oben, da komme ich jetzt wieder ran. Das ist doch völlig in Ordnung. Aktueller Standort. Ich bin fast wieder glücklich. Also mittlerweile ist es natürlich mitten in der fucking Nacht. Ja, da kommen wieder irgendwelche Spinnen. Besseres zu tun habe. So. Dann wollen wir doch mal. So. Impulsgewehr, Sturmgewehr, bisschen was zum Heilen. Und die Tool Mark 2. Bohrer. Gehen wir uns auch was zu essen. Den hämmern wir da mal ein bisschen weiter rein. Oder? Nee, wir machen das in der nächsten Folge. Wir sind heute nämlich schon bei munteren 35 Minuten. Wenn der Möhr nicht aufpasst. Okay, ihr Lieben. Ich danke euch fürs Zusehen und beim nächsten Mal gibt's hier weiter fies auf die Fresse.
Dann gucke ich mal, wie ich die Scheißdinger hier alle auseinandernehme. Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel Loot zerstört, aber ich glaube, es hält sich tatsächlich in Grenzen. Ja, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Ragnar Bertholzer.